Ja, ein herzliches Servus, Leute, und willkommen zur nächsten Folge von Red Dead Redemption 2. Und es geht eigentlich immer leichter von dem Mund. Red Dead Redemption 2, Leute, okay, doch nicht. Ich bin hier in der Stadt Valentine. So, irgendwo haben wir da irgendwas zu machen. Habe ich eigentlich auf der Karte? Ich muss mal schauen, ich habe ja letztens, weil es eine neue Session ist. So, einen Auftrag möchte ich annehmen. Gewichtwarenladen. Saloon. Dieser große Saloon ist bei den Farmarbeiten, Körpers und Händlern. Das will ich aber nicht. Ich will was machen. Ich will einen Auftrag machen. Leute. Wie kann man denn da schnell die Aufträge? Ich habe es auch in der letzten Session noch gemacht, Leute. Index. Kopfgeldjagd. Hier. Wegpunkt setzen. Ich will eine Kopfgeldjagd nämlich machen, Leute. Ja, genau. Da bin ich ja stehen geblieben. Hier in der Stadt Valentine. Leute, so ist es. Da werde ich jetzt einen Auftrag annehmen, und zwar Kopfgeldjagd. Mal schauen, was das ist, Leute. Hört sich nach Scheißerei an, Schießerei an. Servus. Well. Look here. Maybe this is our man. You a bounty hunter, mister? Yeah. Maybe. It depends. Well, I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that until I got a reason to. All right. Yeah, he's been caught for that. This here's a livestock town, mister. Attracts delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well. Cool. You won't ask no questions. So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. Okay. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Annsburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it. Feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck to you. Hey, cool. Na, Leute. Ja, jetzt haben wir da einen Kopfgeldjägerauftrag. In lebendig, das ist sehr wichtig. Ja, ich weiß es. Hab's kapiert, lebendig. Oh, der letzte Bekannte der von der gesuchten Person ist mit markiert. Okay, markiert. Leute, wo soll das sein? Aufenthalt der gesuchten Person. Wegpunkt setzen, Leute. Gut. Das soll das sein, Leute. Ich mache eine Kopfgeldjagd. Jacqueline, wo bist du? Habe ich eigentlich meine Jacqueline irgendwo? Wo ist mein Pferd, Leute? Karte. Ich muss mal schauen. Dein Pferd. Das ist aber weit weg, mein Pferd. Jacqueline! Meine Jacqueline, Leute. Da ist meine Jacqueline. Sehr was? Ach, du bist ein Wahnsinn. So, Jacqueline, wir reiten. Hallo. Was ist Tennessee Walker? Ich streichle ihn mal, ja? Mein Pferd. Es soll ja ein bisschen. Yeah, okay, boy. Er soll ja wieder sich beruhigen, ein bisschen. Warum kann ich nicht füttern? Tennessee Walker, hat er noch Leben? Oh, das ist ein Hauptpferd. Warum kann ich ihn nicht füttern? Habe ich kein Essen mit oder was? Leute, ich kann ihn gar nicht füttern, Leute. So, wurscht.
Gut, ich hoffe, du hast keinen Hunger, liebe Jacqueline. Leute. So, und jetzt erhole ich mir den Kopf von diesem komischen... Wow. Ich will ja nicht ins Lager herumschwirren. So. Ich hole mir diesen komischen Kopf von dem einen da, beziehungsweise lebend will er ihn ja haben. Ja. Er ist ein Verbrecher! Er ist ein Sündiger! Er sündigt die ganze Zeit! Amen! Ave Maria! Ich mag das Lied aber irgendwie, das Ave Maria. Leute, das klingt total doof, aber es ist so. So. Ja, wir haben Jubiläumsfolge 10, glaube ich, wenn ich mich nicht alles täusche. Jubiläum! Wow! Jubiläum! Wow! Leute, der ist ja weit weg, Leute. Ja, du kannst schon übers Wasser, ne? Du bist ja ganz ein taffes Pferd. Hä? Hier rauf, Leute. Das muss ja einer mal wissen, der ist am Berg oben irgendwo oder was? Leute! Ja, Entschuldigung, Jacqueline. Aber nicht so schnell, Jacqueline, sonst kotzt du wieder. Ja, irgendwo muss der doch sein, ey. Ja, der ist extrem weit weg, Leute. Aber ich werd mir den schnappen. Mein erster Kopfgeldauftrag. Und da bekomme ich Geld, Leute. Und dieses Geld spende ich natürlich unserem Lager. Aber jetzt nicht alles. Ein bisschen was muss ich mir auch behalten, Leute. Ne? Oder was glaubt ihr? Ja, ich muss aufpassen, wo ich hinreite. Weil ich schaue sehr viel auf die Karte. Ich glaube, darauf muss ich jetzt, oder? Kann das sein? Ja. Sag mal, wo ist denn der... Ja, der ist weit weg. Das habe ich sogar schon auf der Karte gesehen, dass der weit weg ist. Ja, ich muss hier runter. Ja, läuft der gut? Läuft der gut? Beim See oder irgendwie soll er das sein, ne? Hat er ja gesagt. So, anschleichen. Ich muss ihn kriegen. Die wollen ihn, aber lebend, Leute. Es wird ein Kampf, Leute. Oh mein Gott. Da ist ein Totenkopf. Leute! So, wo soll der jetzt sein? Hier oben soll der sein. Ja, ich muss das durchsuchen. Yep. Komm, komm, komm. Halt durch, Jacqueline. So. Yep. Ich muss das durchsuchen. Da ist auf jeden Fall sicher sein Pferd, Leute, da oben. What we got here? Was haben wir denn da? Benedict Albright, konfrontiere den Gesuchten. Are you Benedict Albright? Oh, sir? Huh. Kind of look like him. And I was told he'd be up here. No, not me, sir. It's because I want to buy some medicine. And I heard good things. I'll pay in gold. If you could help me find him. Ja, das ist eh. My mother's real sick. Oh, well, if that's the case, if it's for a sick woman, I'd be happy to help. Also I'm a doch. Healer, you know? A medical man. Finest medicine in the state. Game's over, mister. Aha!
taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk. And there's a price on your head. I don't know. It ain't my business. Come on, partner. That's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. I'm a scientist. Folks get real angry for no good reason. This is a mistake. Bitte. Keep your hands up, buddy. Nicht runterspringen. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Don't be a fool. Nö, nö, nö. Aufpassen. Ich brauch dich lebend. I'm slipping. Shit. Wait. Komm, rauf da. Nein! Was mache ich jetzt ohne Kopfgeld? Der lebt noch. Stella! Leute! Swim to the edge! Grab on to something! Get over to the bank! Ah! Ich wollte nicht darauf reiten, Leute. Mission neu starten. Nö, noch nicht. Kontrollpunkt. Neu starten. Leute, ja, jetzt habe ich das überhaupt nicht gecheckt, Leute, wo ich da hin muss. Ja. Also, die Kinokamera einschalten oder was? Wir sind da gerade gestanden mit der Kinokamera. Wo soll das sein jetzt? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus jetzt momentan, Leute. Wo sollte der jetzt sein, Leute? Leute! Wo marschiert der hin, der komische? Okay, da drüben, wo dieses. Aua! Sag mal, was ist denn das für ein Bug gewesen gerade? Ich bin nicht einmal ordentlich angelaufen hier. Shit. I gotta cross. Wo ist denn der? Wo ist er? Okay, boy. Swim to the edge. Grab on to something. Ich bin gerade so konzentriert, Leute. Genau! Ja! Komm, Jacqueline, steh auf! Steh doch schneller auf, bitte, Pferdi! You got a lot.
Warte mal kurz, ich muss den einfangen. Der lauft davon, Leute! Wie mache ich das? Komm, du Sack! So, und jetzt? Ah, okay. Verstehe. Leute! So, hey, Leute, ich plünder den mal. aufheben. Büro des Sheriffs bringen. Also du hast mir da jetzt schon auch wirklich ein Ding gemacht, Kopfweh. Du Sack. Aufs Pferd. Jacqueline, du kriegst wieder Besuch. Hey, Leute, Wahnsinn. Ja, dann reitschen wir mal. Unterkühlung, na klar. Du gehst erst einmal K.O. Haha, Leute! So. Verbundenheit gesteigert, Stufe 3. Gesundheit auf Stufe 5 erhöht, Leute. Ausdauer, okay. I'm only in it for the money. Oh, I don't feel well at all. You're a bully, sir. My own affairs, and that's all. So. We're going for a walk. So, ich geh da rein einmal. Ich hab den, Leute. Oh, my lord. I wasn't expecting you back so soon. Mrs. Calthorpe was just leaving. Sure. Where you want? Wo soll er denn hin? I'm selling the back. Stecke den Gesuchten in die leere Gefängniszelle. Wo ist da eine leere Gefängniszelle, Leute? So, Leute. Oh, there's been some terrible mistake. I never did it. Ich war's nicht. I thought I told you to shut up, partner. But I told you. But nothing. Shut up. And good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. You ask folks for forgiveness, you remember this, partner. I've already forgotten. Hab schon vergessen. Sure. How much was you offering? $50. Wow. Here. Thank you. Danke. Madam. $50. Please, remember what I told you. Ich meine, jetzt natürlich um die Zeit bei uns hier ist das nichts, aber Leute... In der damaligen Zeit, gute alte Quacksalbe abgeschlossen. Halte F1 gedrückt, um dir Details anzusehen. Ich brauche aber nicht F1 gedrückt halten, sondern... Ja, das brauche ich jetzt nicht. Ja, in der damaligen Zeit waren $50, wow! Also im 19. Jahrhundert, $50, das war schon cool, Leute. Finde ich toll. So, ihr Lieben.
Ah, da haben wir dann den Auftrag einmal abgeschlossen. Ich kann aber jetzt bei der Karte so die Folge ist gleich raus. Leute! So, ich kann bei der Karte den Wegpunkt auf jeden Fall einmal wegmachen. Leute, richtig cool, dieser Auftrag war so richtig cool, Leute. Also das finde ich ja richtig toll. Jetzt haben wir einen Kopfgeldjäger-Auftrag gemacht. Und schauen wir, was noch für Aufträge gibt. Wäre ja ganz cool, hier noch weiter Geld zu verdienen, Leute. Das ist wichtig. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und sei auch in der nächsten Folge von Red Dead Redemption 2 wieder dabei. Das reimt sich so cool, Leute. Bis zum nächsten Mal. Game over. Euer Horsti. Ciao.